Frisch und fröhlich geht's weiter hier bei The Wind Waker HD. Während wir eben noch vom neuen König beobachten werden, die ganze Zeit, er uns auch noch angehend. Ja, gut, Link, hast recht, natürlich müssen sehr früh am Morgen zocken, aber egal. Freunde, es geht weiter. Ja, gerade mal das Spiel noch gestartet und man sieht schon, ich habe wieder voll meine drei Herzen. Wieso? Keine Ahnung, ist einfach so irgendwie. So, Miiverse, wa? Jetzt ist einmal Felix so, jetzt mal ganz kurz gucken. Auch ein gutes Bild. Kann ich da nicht so nah ranzoomen? Es muss doch irgendwie anders gehen. Modus. Ja, sieht nicht schlecht aus. Okay, Modus. Da kann ich nur den Modus machen. Hallo. Okay, mich selber fotografieren. Hallo. Ich bin Link. Okay, Auslöser. Ich will behalten. Ja, bitteschön. Geil. So. Oh Mann, oh Mann. So, Album ZR. Ganz kurz durchgucken. Wir sehen also, wenn. Bitte was? Ja. Hab ich gerade. Ah, jetzt geht's. Was war das gerade? Egal. So, jetzt haben wir das gleich natürlich ein bisschen doof. Das brauchen wir dann nicht mehr. Ah, jetzt geht's. Hab ich gerade gesehen. In Flasche. Ja, jetzt hab ich gerade gesehen. In Flasche. Okay. Wieder in die Flasche stecken und dann gucken. Wenn das Wii U Gamepad zur Steuerung, ja, ist ja klar, gut, das Wii U Gamepad benutzen und mal gucken, was habe ich denn hier. Jetzt mache ich mal hier ein. Okay, so ein Zeichen draus und berühre hier, um einen Beitrag zu erfassen. Dann schreibe ich mal. Guten Morgen. Guten Morgen, Deutschland, nein. Guten Morgen, liebe Freunde. Ausrufezeichen. Wie geht's denn? Wie geht's denn so? Okay, okay, Leute, so. Dann müsstet ihr das jetzt sehen im Miiverse. Kontakte habe ich euch ja hinterlegt im Video. Sprich halt Michael Sehen oder Michael Sehen 88. Wie immer. Was vergessen? Ja, haben noch ein bisschen Platz. Euer Michael. So. Michael the Saiyan. Und am Schluss noch ein kleines Semikolon, das ich irgendwie so hinkriege, beziehungsweise wenn das von der Wii U auch korrekt umgesetzt wird, was man ja eigentlich auch noch nicht weiß. So und so und bam und bums und absenden. So, geht das jetzt? Verbindung habe ich, mir was aber auch gestartet. Es müsste also funktionieren. Es müsste. Bitte warten. Ich warte. Der von dir verfasste Inhalt wurde erfolgreich gesendet, morgens um 6.21 Uhr. Bin gespannt, ob den überhaupt schon jemand liest. Link, das war ein bisschen fehl. Kumpel, das war fehl. Nun gut, ich hoffe, der Inhalt ging trotzdem raus. Wenn nicht, dann, naja. War nur ein Animationsfehler von der Wii U. So, Freunde, genug davon, wir gehen jetzt endlich weiter hier. Da ist wieder der Totengräber, seine Tochter sucht. Dö. Ja, sorry, das sieht echt so aus. Egal. Was gibt's denn hier so im Portemonnaie? Hallo Junge, hast du einen Brief aus dem Hafen gesehen? Wenn du mal jemandem einen Brief schicken willst, dann leg ihn doch auf YXR und wirf ihn in den Briefkasten ein. Der hat dann gar nicht lange auf dem Postboden des Volkes der Orni geholt. Könnt ihr theoretisch mal einen Brief an meine Omi schicken, wa? Und mir sagen, hey Omi! Ey, du, ich hab noch nicht geschaffen, so, wa? Also, ist klar, hä? Lieber nicht, wa? Lieber noch warten, du. So, was ist mit dir los? Was, mir glaubst du nicht? Ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Kommt drauf an, in was die Miss, Ich glaube, ich kann eben noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten, nee. Wie gesagt, kommt drauf an, wobei. Das erste Haus im Portemonnaie. Was dürfte hier wohl drin sein? Ist das der Trankbrauer? Ich werde nicht mehr. Servus, Kumpel. Willkommen in meinem kleinen Schleimelixiat. Hey, lass mich dir versichern, dass meine Elixier alle vortrefflich wirken. Das wirst du gar nicht glauben können, so wirken die. Wie bitte schleimst du dir also gar keinen Begriff? Was aber dann, weißt du also auch nicht, was Schleimische ist? Nö. Überaus zäh und robust und dabei rein natürlich, das ist Schleimgelee. Dank wundersamer Bestandteile auch wundersam, wirksam und weltweit in aller Munde.
Nun ja, zumindest lässt sich wirklich wunderbar ein wirksames Elixier daraus herstellen. Nun, wenn du eine leere Flasche bei dir hast, dann will ich dir gleich mal eine Kostprobe einfüllen, die ich restlos überzeugend mit meinem Stammkunden macht. Sag mir, hast du eine leere Flasche dabei? Nö. Was ist denn das hier? Das sieht doch cool aus. Was will ich, die Flasche dort? 100% natürliche Schleimgelee. So, rotes Elixier, 20 Rubine. Ups, ja, aber ich habe natürlich keine Flasche. Also, was? Keine Flasche dabei, Mann. Du bist eine Flasche. Tschüss. Hm, Freunde brauchen eine leere Flasche. Wo kriegen wir unsere erste leere Flasche her? Ein Rubin da oben. Oh, Mann, oh, Mann. Eine leere Flasche. Hm. Okidoki, weiter umsehen. So ein Fufi, aber egal. Auch das ist natürlich sehr viel wert in der Masse. Wer bist du denn? Du hast ein Bootsegel? Warum fragst du mich das? Sicher was für ein Seemann? Ich habe gerade eine depressive Phase. Halt den eingemummten Typen davon, lass mich in Ruhe. Oh. Bisschen depri, wa? Hm. Oh je, oh je, oh je. Wer wohnt denn hier? War das der? Jep, das müsste der mit der Futterbox Deluxe sein. Nö. Das Aktionshaus! Freunde, hier kriegen wir das 7-Meilen-Segel. Ja, 7-Meilen-Segel, ein Herzladen und so weiter. Das Segel. Etwas Neues hier in der HD-Version, sprich, damit lässt sich, glaube ich, um 80% schneller um die Weltmeere cruisen. Cool, wa? Aber ja, bis wir das bekommen, dauert man noch ein bisschen, weil die Aktionen und so, da kommen wir erst später dazu. Egal. Du! Hä? Das macht ja wohl Spaß, wa? Einmal so die kostbaren Vasen anderer Leute Häuser kaputt zu schlagen. So bist du noch mehr, kommst du mir aber nicht so einfach davon. Dann leisten wir nämlich schon Ersatz, damit wir uns da richtig verstehen. Tschüss. Mann, nee, war da bloß auf Suche nach Rubinen. Zzz. Schadenersatz, wo gibt's denn sowas? Ein kleiner Junge. Eine Oma haftet dafür. Die arme Omi. So, was ist mit euch, liebe Damen? Ah, sie läuft wirklich sehr aufgeregt herum. Kaum so lange, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gut, du weißt, soll sie einen Berg von Accessoires bei sich horten. Der Schmuck muss ja offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hm? Jetzt sag bloß, du hast uns belauscht. Yep. Dann bin ich ganz schön unverschämt, andere Leute gesperrt zu belauschen. Merk das bitte. Außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für ein Kind wie dich. Weibertratsch. Ach du grüne Neune. So. Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg kann mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Wo jeder so viel Kohle in der Tasche hat. Unterwegs riet ich in einem fürchterlichen Sturm mein Boot oder zerschmettert, doch mysteriöserweise blieb es dabei unversehrt. Wie ich unschwer erkennen kann, bist du ein Reisender, nicht wahr? Dann willst du mir doch bestimmt diesen meinen einzigen Schatz abkaufen, nicht wahr? Willst du es? Ja, willst du es? Michaels Händler, was liegt denn 80 Rubine für dich? Weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß doch gar nicht, worum es geht. So, komm rüber. Worum geht's denn überhaupt? Verkauf's mir doch bitte, aber es ist mein einziger Schatz, dann habe ich doch nichts. Das einzige Schatz, dann sollst du mir das verkaufen. Von mir aus. So, hier mein Freund, soll es dir gehören. Ja, es ist das Segel. Das normale Segel, was wir auch im normalen The Wind Waker im Original bekommen. Dass du wirklich einen guten Kauf getätigt hast, mein Freund. Immerhin verdanke ich diesem Bootsegel mein Leben, da gibt es keinen Zweifel. Ja, hab ich natürlich auch. So, Bootsegel erhalten, schön. Sonst ist nichts mehr? Ach ja, solltest du übrigens eine Posttasche finden, ist die man so allerlei Sachen tun kann, sag bitte Bescheid. Ich muss mein Sortiment erweitern. Eine Posttasche? Hm. Okay, okay, merken wir uns. Was ist denn hier oben noch los? Die Suche nach den Flaschen. Mann, wo kriegen wir die erste Flasche? Ich weiß gar nicht mehr, Leute. Wo war denn das? Jetzt schwunken, es war hier. Okay, Schwerziehen geht nicht. Hallo. Hallo. Nein, du bist aber mal ein kleiner Gast. Bitte machst du bei uns gemütlich. So klein bin ich gar nicht für 12 Jahren. Komm immerhin schon über die Theke, also bitte. Wer bist du? Die Junge aus der Wunschbastion verschleppt letzte laute junge Mädchen mit langen spitzen Ohren aus aller Herren Insel. Nach das Portemonnaie wurden bereits wirklich Mädchen verschleppt. Felicitas und Dolores. Ja, keine Tragödie. Angesichts der Umstände sind sich ihre Väter nicht zu schade, wirklich jedem Hilfe anzuflehen. Und was für schreckliche Zeiten wir doch leben. Jo, du sagst es, der ist doch ziemlich schreckhaft, oder? Nee, na! Dann kannst du stottern, ja.
Sucht sie einen Nebenjob? Postsendungen sortieren mehr, bezahlen nach Vereinbarung. Bewerben sie sich im Postbotenhaus auf Draconia. Stimmt, das gab es ja auch noch, aber später mehr dazu. Seht ihr, am voll erschrocken. Wow, jetzt wird so der Schreck, Junge, das schon eben, würde man. Wann das schon wieder? Ach ja, da gibt es ja später noch ein kleines Sidequest mit Fotoschießen und so bei dem Typen. Genau, das wäre der. Okay, merken wir uns. Merken wir uns den kleinen Angsthasen. So, haben wir jetzt hier oben. Wer ist denn hier? Servus. Im Portemonnaie versammeln sich Händler und solche, die es werden wollen, aus aller Welt. Es ist ein regelrechter Umschlagplatz für allerlei Waren und vor allem für Geld. Nun, sicherlich mag Geld so wichtig sein. Man findet, dass es den Menschen heutzutage, wie soll ich sagen, vielleicht etwas zu sehr an den Frohsinn fehlt. Das Leben ist schließlich lang und manchmal sind es eher die Kleinigkeiten und Umwege, die am meisten Freude bereiten. Hehe. ja, du mich auch. So. Hat's hier drin noch ein Fufi. Jo! Servus! Und der Onipostbote wohl schon da war? Keine Ahnung, sind doch die Kinder, oder? Hey Kiddies, na was geht ab? Oh Mann. Mit so großer Bruder für die. Ne, Schatz, hier ist unser Spielwesen. Wir sind die ganz kleinen Strolche. Yippie! Kleine Strolche? Klicken wir ein bisschen nach Hunden, aber egal. Schau dir vielleicht, wo du hinläufst. Ah, sag mal, du kommst vom Land, oder? Meine Klamotte, die du trägst? Hallo, ich bin ein legendärer Held. Naja, ein 12-jähriger Junge, der aussieht wie ein legendärer Held. Wer bist du denn, du Waldschrat? Oh, Waldschrat, ich habe ich ja noch nie gesehen. Was, ein Waldschrat? Kenne ich keinen Begriff. Bist du alleine? Also ganz alleine, bist du nicht einsam? Was machst du hier? Auch auf die Nerven gehen. Yeah. Hey, nur weil du bist, brauchst du dir nicht so toll vorzukommen. Du ich aber. Lass mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Wer bist du denn? Na, was sagst du meinem Kleid? Selten hübsch, nicht wahr? Ich habe meine Freundin aus Präludien geschickt. Ein sehr geschicktes Mädchen kann ganz fantastisch Wasserkrüge auf ihrem Kopf lancieren. Alles klar, wissen bereits, wer gemeint ist. So. Die Kiddies, mit denen haben wir noch was vor. Das war traurig, eine Sidequest hier. Was bereits hier mit der. Nö, hier können wir Schiff versenken. Jo, ich habe ein Herzteil. Hallöchen, wir können machen das 10 Rubinen. Na, das ist ein Spaß. Ja, komm ich so eigentlich nicht. Sei grüß in meiner Flotte, ich bin Admiral Aquabar. Bis im Alarmzustand, das unangreifende Seeungeheuer gesichtet, also hat in Position und Gefechtsbereitschaft. Wo? Was so ist. Alles klar. Es sind drei verschiedene Monster, ein großes, ein mittelgroßes und ein kleines. Okay, okay. Neun Radars, die versteckten Seeungeheuer aufspüren und besiegen. Was, neun Radar? 24 Schuss, um zu besiegen brauchst du 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine. Gut, gut, gut. Mögen wir siegreich sein. Hast du alles verstanden? Jawohl. Du bist ja gelohnt, liegt bei 20. Boah. So, Freunde, Schiff versenken, das Klassische. Das Problem ist nur, ja. Hier kriegen wir, wie gesagt, ein Herzteil, eine Flasche, glaube ich sogar auch, eine Karte, aber es ist halt sehr mühsam, das alles zu finden. Wo haben wir Glück? Smisch. Smisch. Oh, wir haben eine kleine bereits. Hä? Für klein brauche ich 2. Wir sind nicht nebeneinander? Kabim. Wie fies! Kabim. Kabim. Splish. Kabim. Sag mal, ist das einfacher als früher? Splish. Splish. Ich hatte noch nie so viel Glück. Kabim. Kabim. Alter! Hey Leute, ich habe früher bei The Wind Waker im Original so oft dieses Spiel gemacht. Hey, teilweise dachte ich, ich verzweifle hier noch. Ich meine, es macht Spaß und so, keine Frage, aber die können überall sein, jetzt plötzlich auf Anhieb. Boah! Alter! Noch nie erlebt. Ja, was kriege ich jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, yippie, danke, vielen Dank. Nimm dir das Herzteil als Dank und das Dank. Alter! Unser erstes Herzteil, viel früher als ich erwartet hätte. Hallo, 14 ist ein neuer Rekord. Dann bekommst du noch was. Und eine Schatzkarte. Ich werd wahnsinnig. Alter, wie ich gerade abgehe. Vielen Dank, vergiss nicht den Ring, wenn du gehst. Was doch so? Warum erstmal kriegt man ein Herzteil, wenn ein Rekord bricht, kriegt man auch eine Schatzkarte. Boah, Alter. Wir haben das geschafft. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich träume aber nicht gerade, oder? Alter, hab ich heute ein Glück.
Also wir können nie... Echt jetzt. So, Segel. Hm, jetzt bin ich hier. Das ist Originalwasser nach als Item. Also du klüger so, weil sonst... War ja sowieso kein Kampf-Item, von dem her ganz cool. Ja, Schatzkarte, ein Herzteil, cool. Aber Schatzkarte bringt uns noch nichts, weil wir noch keinen Kran haben, das Ganze zu transportieren. Sprich zu heben, so. Wir speichern mal, ganz ehrlich, das ist ja... Das ist der Hammer-Baby. Alter. Ja, fortsetzen bitte. Boah, am ersten Mal zocken. Ist einfach geworden als früher? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Alter, am ersten Mal direkt. Hammer. Einfach nur der Hammer-Baby. So. Was denn jetzt? Ah, genau. Hier oben gibt es ja auch noch was zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das ja später war oder jetzt schon. Wir betreiben das Riesenrad. Da. Aber es ist nicht so, als kaputt ist, als wäre so. Nirgends Windwehen nimmt. Ja, genau. Der Windwehen. Ach ja, das geht ja später. Den Windwehen, sprich halt einen auf Wind Waker machen. Aber egal, so, das ist das Fotostudio hier. Das bringt jetzt aber noch nichts, glaube ich. Hier haben wir, wo war denn jetzt die Schule? Nee, hier war die, die Sammlerfrau, sag ich mal. Oder? Da, die Lehrerin, genau, das war die gleiche. Ein und dieselbe Person. Willkommen Marie in die Schule des Glücks und des Frohsinns. Bist du ein neuer Schüler? Nö. Kann ich das für dich tun? Erzähl mir was. Ja, es ist vielleicht nichts vor danach. Ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier ein Portemonnaie meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Ich meine, es bedrückt mich. Es gibt da diese freche Vierbande, die hacken irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Also einfach nicht blicken, ne. Weißt du, gut, würdest du mir mal ihren Anführer, den Ivan, den Schrecklichen, auf den Weg zum Bus nehmen? Kannst du mich tun? Klaro. Ja, schon gut. Naja, das sind ja alle Kinder, das werden ja schon verstehen. Haha. Ich bin aber größer und große Jungs sind ein bisschen verhasst und so. Egal. Ach ja. Die Jungs auf Portemonnaie. So, ihr Frechdachse. Ihr ganz kleinen Strolche. Du bist Ivan, der Schreckliche, wa? Alter, bleib stehen, Ivan. Yippie, sag mal du da. Passt vielleicht was nicht? Nur sie ganz kleinen Strolchen anlegen, wa? Was ich von diesen aufgetakelten Alten, ich will sagen, Alter, diese Jugend, hey, schon jetzt mit den Alten ansprechen. Frau Lehrerin Marie geschickt, oder? Zu spät zu kommen, wa? Haha. Die ganz kleine Strolche, verstehst du, wenn doch nicht so ein pädagogisches Geschwätz hören? So, nein, interessiert. Ihr wollt euch raus. Oh Mann. Leute, Verstecken spielen. Nein. Muss ihn empfangen. Nun kann Angst sein, uns weder ein Haus verstecken noch in die Insel lassen. Also suche einfach gewissenhaft und schau genau, wo, da findest du uns auch. Das war geworden, klar? Versteckt euch! Ja. Jetzt hauen alle ab, ganz toll. Ich soll mal ganz kurz gucken, wenn ich schon mal hier bin. Ist vielleicht gerade jemand hier oben? Einer war mir doch, war hier, genau. Du bist ein Trottel. Wah. Ein kleines tut doch weh. Und schon ist sie weg. Dich kriege ich schon. Bin eh schneller. Oder? Ja. So, hab dich. Nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Gut, hätten wir den einen. Der Rest, einer war hinterm Stein, da erinnere ich mich auch noch, sprich dort hinten. Einer hat sich hier versteckt. Aha. Bist du doof, Mann? Tschüss, ich gebaten. Was? Oh nein, lieber nicht. Bin ich wasserfest? Haja! Was für ein Trottel. Tja, Verstecken spielen. Wieso bloß immer ich? Na egal. Wenn es halt sein muss, zup. Die Finger schon, du kannst nicht ins Wasser, hehe. Du bist am Arsch. So, geht doch. Der zweite. Ah, du hast mich geschnappt. Tja. Einer muss noch auf dem Baum sein, was bloß noch mehr auf welchem? Ah, dort. Der Anführer, Ivan der Schreckliche. Runter mit dir. Heia, pff. Du kriegst mich nicht, hehe. Darauf wieder keine Wetten abnehmen. Du. Ich kriege Kallele. Alter, sind wir gut zu Fuß. Es
bleib mal stehen! So. Hast du mich? Ja, ich hab dich. So, fehlt noch einer? War der letzte? Ich glaube, es ist der, den ich immer verpasse. Hm, wo war denn der? Na gut, überall. So großes Gebiet jetzt auch wieder nicht. Sprich, wenn er nicht in Häusern und so ist, kann er nicht weit sein. Ich habe bereits geguckt, war hier war nur einer oder ist der andere hier drüben? Nö, nö, nö. Wo ist denn der letzte? Hm. Fernrohr wäre jetzt was, wa? Dort hinten? Ich kann mich doch erinnern, einer war in einer ganz beschissenen Position. Hm. Wo ist denn der letzte? Der letzte, letzte, letzte. Okay, in Häusern sind sie ja nicht. Oh Mann, Mann, wenn ich bloß noch alle vier Positionen wüsste. Wieso weiß ich nur noch die von dreien? Wieso denn nur? Hm. Nee, hier auch nicht. In meinen Häusern sind sie ja nicht. Sind nicht wahr? Nicht wahr, nicht wahr? Wo ist denn der letzte? Der letzte, der letzte, der letzte Spacko. Wo ist denn der? Du, 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 du. Du. Irgendwo hier, dass er versteckt hat? Bauen wir doch nur einer, oder? Jep, offenbar war nur einer. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Toll. Hm. Jetzt haben wir einen guten Ort ausgesucht. Respekt. Naja, finden wir schon. Wow, wow. Hm, hast du ihn gesehen? Sie Leute, das finden kein Ein und Alles. Ja, das ist schon so. Wieso fragst du? Oh, du willst mich nerven? Wollen wir mal hoffen, dass heute wieder günstig steht, wa? Ja, das will ich einen kleinen Jungen gesehen. Ich bin gerade auf der Suche. Nicht? Schade. Hm. Ist denn der letzte Trottel? Wo ist denn der letzte? Das gibt's ja wohl nicht. Soll ich da hinten noch nachgucken? Aber so viele Wege zum Verstecken gibt's da jetzt auch nicht. Mal ganz kurz. So. Was ist da hinten? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zweimal im originalen Spielverlauf hier durchgegangen bin. Das erste Mal. Nicht mehr das zweite Mal wegen den Bomben noch. Das erste Mal wegen dem Jungen. Kann das echt sein? Ja, da hinten ist er tatsächlich, glaubst du nicht, ey. So, der Typi, dich hab ich jetzt. Nein, du bist doof. So geht das mit der Abkürzung. Ja, ist ja supi. Ach Mensch, so. Das Schwert nehmen. Ah, und zacken auch noch. Wunderbar. Whis. Ach, krieg ich. Du kriegst mich nicht. Doch. So. Ach, nö. All gefunden. Letzte war wirklich Dämon versteckt. Oh, Bak, du hast tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Aber ist jetzt nicht mehr drauf? Naja, wir werden jetzt aufgrund, uns zu ärgern. Ja, ja. Hier ist unsere Fiesan, nimm bitte das hier an dich. Noch ein Erzteil. Zwei da hinten. Noch zwei im Sinn. Ach, sind noch zwei in der Hütze. Energie um eins. Das ist unser allergrößter Schatz, aber du hast ihn ja echt verdient. Ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber könntest du dich vielleicht für uns zu Frau Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Die ganz kleinen Strolche, wa? Naja. Vielleicht der große Held und so. Ist klar. Nun gut, zwei Herzteile? Ach, schon zwei Herzteile? Ich frage mich, ob wir vor dem nächsten, sprich vor dem ersten Tempel bereits alle vier Herzteile zusammenkriegen. Hm. Eins vermutlich schon, das ist aus dem Briefkasten noch, das andere, keine Ahnung. Na, was will ich tun? Weißt du, was du doch zu ihm genau hast gesagt, oder? Ich hatte euch nämlich ein bisschen durch den Türspalt beobachtet, weißt du? Hä? Ich weiß, bist du wirklich ein lieber Junge. Hier ein kleines Taschengeld, das sagen wir für dich. Jo! Ein violetter Rubin, 50 Rubine wert, geil. Außerdem nehmen wir was davon, ja? Ja, ist klar. Was kannst du dich tun? Erzähl mir was. Weißt du, ich spüre, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird. Bin mir absolut sicher, hehe. Ja, gut. Hm. Leute, ich habe das Gefühl, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun, wa? Ich dachte, zwar gäbe es noch einen... Ah, Mann, da hat die erste Flasche kriegt...
Das kriegen wir hier. Was ist aus der Adresse an die Stelle von uns bei der Frau Lehrerin entschuldigt? Sehr anständig. Naja, wusstest du eigentlich, dass unsere Lehrerin Madame Marie bald Geburtstag hat? Boah, sie sollen ihr was schenken. Hm, kein Unsinn, wir sind die ganz kleinen Strolche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Und fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig ruhig nach Accessoires ist. Was hat sie denn jetzt gerade angetan? Waren das nicht diese Glücksamulette? Ja, vielleicht liegt da irgendwo eines rum, das können wir ihr dann schenken. Hm, warte mal. Als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einen von ihnen was blitzen sehen, bin ich ganz sicher. Du meinst, es könnte eines dieser Amulette gewesen sein, Boss? Das war bestimmt was anderes. Hm, die allzu verrückt nach Amuletten, wa? Nach Accessoires. Naja, wir haben ja eins dabei, von daher könntet ihr das eigentlich schenken. Beziehungsweise verkaufen. Und ja, ihr habt schon richtig vermutet, Leute, die Glücksaccessoires bzw. Glücksamulette, die sind für die alte Schachtel. Wir können noch ganz, ganz viel Money machen. Aber das alles dann wieder erst im nächsten Part, Freunde. Hier bei The Wind Waker. HD. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mit zwei Herzen im Gepäck geht's hier weiter im Text. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.